Also ich muss leider einfach sagen, der Quarry funktioniert nicht wirklich optimal. Ich weiß, ich habe schon vor zig Folgen das letzte Mal erwähnt, aber in einem Invasion-Spiel ist das absolut unpraktisch. Also in einem Invasion oder einem Conquest-Spiel, wenn man sich nicht darauf verlassen kann, dass die Brickdrops normal und effektiv arbeiten. Das ist ein riesen Handicap. Und ja, wäre das Spiel Early Access oder so, würde ich es ja doch verstehen, aber das ist die Final-Version. Also die absolute Final-Version. Macht mir halt irgendwie traurig zu sehen, was aus einem Spiel geworden ist, das ich gecrowdfundet habe. Weil ich halt doch relativ viel Vertrauen in das Spiel und die Entwickler gesetzt habe. In das Engagement, was sie damals an den Tag gelegt haben. Okay, gucken wir mal, wie sieht's hier aus? Ah, hier sieht's gut aus. Ich warte noch ein bisschen, bevor ich verschiebe. Jetzt müssen wir da wieder mal aufräumen. So. Mann, wenn ich mir überlege, wie tief wir hier schon gegraben haben, ey.
So, also die Sonne wieder einigermaßen. Und da liegt schon wieder Zeug rum. Ich glaub's nicht, ey. Er hat den Rest wenigstens aufgesammelt. So, wir steigen langsam wieder. Und wie sieht's hier aus? Könnt ihr schon mal Kleider schieben? Ihr fehlt etwas. So.
klappt alles gut. Die zweite Ebene ist jetzt auch bald weg. Wir sind bei der dritten. Warte doch, du kannst. Tuppel, du gehst einsammeln. So, und der Rest arbeitet weiter. Gut. Oh, ihr seid jetzt hier langsam fertig. Dann ziehe ich jetzt erstmal drei Linien breiter. Und ja, wir haben wieder schönen hellen Tag. Die Sonne spiegelt sich im endlosen Meer. Was auch wiederum unsere Frage beantwortet, ob das da unten überhaupt Wasser ist oder was das da unten ist. Aber wenn sich die Sonne drin spiegelt, dann muss es Wasser sein. Na gut. Dann bringt euer Zeug mal weg.
Da liegt wieder einer rum. Einsammeln bitte. Und weiterarbeiten. Wir können jetzt aber schon mal den Tunnel laden. Immer wie gehabt. Ja, genau, was ich gedacht habe. Okay, wenn ich hier so lang gehe, ist es natürlich falsch. Also wir stoßen noch nirgends wirklich an den Rand. Einmal das alles raustunneln auf jeden Fall, aber ich glaube danach war es das auch schon. Meine hier der Ecke, na, sollte doch gerade so gehen. Oh, die sind schon wieder fertig mit Auffüllen, weil ich vergessen habe zu verschieben. So, mal sehen, was ich jetzt mache. Jetzt, wo ich ihnen ein gutes Stück weit was gegeben habe. Daimus kehrt schon mal um. Na, die Hälfte von der Bahn haben wir noch. Ist die Frage, soll ich jetzt mit dem Tunneln anfangen oder soll ich erstmal wieder Steine aufbauen?